Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Dieter. Oder auch unter meinen Abonnenten als Destiny-Opa bekannt, obwohl ich ja gar kein Destiny im Moment mehr zocke. Lost Ark hat mich voll im Griff. Und ja, ich muss auch weiter gestehen, das Spiel macht Oberhammer Spaß. In manchen Situationen ist es zwar auch echt schwierig, obwohl du dann siehst, du bist weit über dem Item-Level, was du eigentlich brauchst. Aber, keine Ahnung, die Gegner sind dann doch ziemlich stark. Und heute will ich mal mit euch zusammen Wächter-Raid machen, den ich noch nicht gemacht habe. Und ich denke mir mal, das ist okay, wenn man darüber ein Video macht. Ich freue mich ja auch immer darüber, wenn ich mal was erreiche. Und wenn ich mal was nicht erreiche, also fehle, egal, dann ist das halt so. Aber ich versuche halt jetzt den Boss mal zu machen im Wächter-Raid, den ich noch nicht gemacht habe. Und wir schauen mal, was dabei rauskommt. Ob ich es hinkriege oder ob ich es nicht hinkriege, ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Für alle diejenigen, die wissen möchten, auf welchem Server ich bin auf dem Server, auf T-Rhein. Ich habe die Gilde Krombacher Boys. Ihr seht es über meinem Namen, da das Grüne. Da oben, Moment. Ja, so ist besser. Krombacher Boys. Wir haben aber auch ein Mädel in der Gilde, also von daher sind nicht nur Jungs. Also von daher chillt mal. Wenn ihr auch auf T-Rhein spielt, dann seid ihr natürlich herzlich willkommen in meiner Gilde. Ich würde mich freuen, wenn ich mehrere Mitglieder hätte. Ich habe schon ein paar. Es sind noch nicht viele, weil ich auch noch gar keine. Ich habe null Werbung gemacht. Und ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute habe ich jetzt drin in meiner Gilde. Sind noch nicht viel, aber vielleicht wird es ja noch was. Und wir gehen jetzt in den Wächter-Raid rein, aber vorab für euch das hier. Ja, und weil Loa Search hier noch nicht funktioniert, kommt er da hinten nur. Hey, 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 hallo Leute. Wenn ihr schon mal hier seid, dann könnt ihr auch ruhig ein Abo da lassen. Hier unten ist ja der Abo-Button, wo ihr draufdrücken könnt. Ihr würdet meinem Herrchen dabei helfen und mir dabei auch, weil ich lebe ja schließlich mit meinem Herrchen zusammen. Also wie gesagt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, so verpasst ihr auch nie wieder ein Video. Bis dahin, ciao, ciao. Ihr konntet das jetzt nicht mitbekommen, aber hier nebenan liegt mein Kleiner, den ihr gerade im Bild gesehen habt. Der hat das gesehen und hat gleich mit dem Schwanz gewedelt. Ja, mega nice. So, erstmal haue ich mir so ein Erhöhungsgerät rein hier. Krieg ich plus 1000 auf Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz. Und plus 1500 auf Vitalität. Plus 8% auf natürliche Regeneration der Kampfressourcen. Das heißt, auf diese Dinger hier. Das habe ich mir jetzt mal gegeben. Dann gebe ich mir noch den. Und wir gucken uns jetzt Vertus an. Weil hier, ich würde gern das machen. Weil ich habe ja schon 500. Problem ist, ich habe... den Raid Eislegerus und Vertus noch nicht abgeschlossen. Das heißt, Eislegerus ist der... müsste ich auch machen. Ich will aber jetzt mal Vertus machen. Obwohl. Scheiß drauf. Wir machen Eislegerus. Komm. Entweder es wird was. Oder ich krieg der aber auf die Fresse. Weil Eislegerus, der hat mich letztes Mal schon. Ja. Verhauen. Wo ist denn der Banner? Oh nee, ne, der ist natürlich ganz weit hinten und du kannst hier kein Reittier rufen. Ey, der ist in der letzten Ecke. Ah, toll. Ja, sowas nervt.
wenn du irgendwo spawnst und du siehst, dass der Raid-Boss kilometerweit entfernt ist. Komm, ich hab keinen Bock auf euch. Ich will zum Raid-Boss. Ja, die kommen natürlich bis Timbuktu hinterher. Dann wollen wir sie mal stoppen hier, weil beim Kampf will ich die nicht dabei haben. So, wo ist er, der Humpen? Komm her, du Eislegerer. Nee, ja. Das ist doch schon mal scheiße. Moment, der ist ja empfindlich gegen dieser kleine. Ja, natürlich. Keine Chance, da rauszukommen. Ich nenne das auch immer den Bastard-Move von ihm. Ja, komm. Ich hasse diesen Move von ihm. Der Typ, der Eislegerus, der ist echt. Ich hab natürlich auch manchmal. Er springt dreimal. Du kleiner Bastard, ey. Jetzt habe ich ihn betäubt. Und jetzt kriegt er meine volle Breitseite. Ah, er hat mir auch eine Breitseite gegeben. Wo ist er? Der ist weg. Da hinten ist er. Das ist echt schon verpisst. Das ist aber früh. Normalerweise dauert das immer. Und so viel Damage habe ich ihm doch noch gar nicht gegeben. Ja. Boah, ich vergesse das manchmal, dass da, wo du deinen Mauszeiger hast, dass da auch das Ding hingeht. Egal. Mach doch. Dreimal. Jawohl. Aha. Ach, manchmal. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum es gerade bei mir rot war.
Er springt dreimal. Oh, ein dreckiges Bastardvieh, Alter. Ja. Da komme ich doch eh nicht wieder raus, du Drecksack. Lass mich! Alter! Ey. Jetzt reicht's. Oh, dreckiges Mistvieh. Manchmal, ich weiß auch nicht, dann kommst du nicht weg. Ich weiß, dass ich ihn auch stunnen kann, wenn er seinen Move macht, aber ja. Ach du. Lass mich doch weg, du Mistgeburt, ey. Scheiße, ich kann meine Special Attacke nicht machen. Kann mich wieder nicht raus. Guck mal, ich bin eingefroren. Ich kann nichts tun. Mein Vorteil ist ja, dass ich bisher noch nicht gestorben bin. Weil normalerweise passiert mir das eigentlich. Drecksvieh hat so viel Leben. Junge. Ja, ich habe nur unterbrochen, das ist gut. Er ist schon wieder weg. Gibt's doch nicht, ey. Ja, klar, ist er wieder in Timbuktu. Wisst ihr, und das ist so ein Punkt, den ich oft auch ein bisschen merkwürdig bei mir finde. Ich habe in solchen Sachen immer Pech. Ich wollte ein Video machen, wie man perfekte Steine schleift. Ich habe da so ein Tool gefunden, wo du halt gucken kannst, bei wie viel Prozent du was einsetzen solltest. Was du einsetzen solltest,
damit damit du perfekte Steine kriegst. Na, bei jedem anderen funktioniert das, ich schwör's. Nur bei mir nicht. Das ist aber typisch, weil ich in solchen Sachen eigentlich noch nie Glück gehabt habe. Egal was ich mache, Leute, ich habe damit null Glück. So an, ne? Ich krieg den nicht. Na logisch erwischt er mich noch. Dreckiges, blödes, Drachenscheißvieh. Keine Ahnung, was du für eine Ausgeburt der Hölle. Ja, ist klar. Komm. Ja, und jetzt spring. Genau, genau. Wisst ihr was? Hat er mich jetzt unterbrochen? Hat er mich tatsächlich unterbrochen? Ey, das kannst du so knicken, ne? Das ist halt das Problem, wenn du ja deine Abilities ausweichen kann. Ja. Logisch. Führ mich ein. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Jetzt springt er wieder. Ja, hätte ich die Maus schon wieder in eine andere Richtung gehabt. Komm hier her, komm. Ich hab mir mal Hilfe geholt, dass die ihn vielleicht ein bisschen ablenken. Oh Mann. Blöde ist, wenn du gerade gecastet hast, da wieder rauskommen. Ach, da habe ich keine Chance gehabt. Ey, ey, ey! Ah, du dreckiges, kleines Bastardvieh.
er nicht mal. Irgendwann muss der doch mal rauskommen aus seinem. Wieso kann der zweimal hintereinander seine Aktivität machen? Ich liebe das Spiel trotzdem. Auch wenn manche Dinge nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Der ist schon wieder abgehauen. Keine Chance, Alter. Ja, komm. Du willst mich doch echt verarschen. Dreckiges, kleines Scheiß-Game, ehrlich. Nein, das Spiel ist gut. Es ist nur halt mein Pech, was ich schon immer gehabt habe. Geht mir nicht auf den Sack, Mann! Ja, ist klar, dass er natürlich sofort springt. Ich hab ihn noch gelegt. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Wow. Zweiunddreißig Sekunden vor Ablauf. Ach, er jubelt noch. Junge, habt ihr das gesehen? Boah, das war natürlich ein harter Kampf, muss ich gestehen. Aber ich habe ihn geschafft. Leute, hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. War mir auch eine Freude, euch das Video zu zeigen. Auch wenn ich am Ragen war. Und wenn ich am Fluchen war und dies und das, letztendlich hatte ich doch noch 32 Sekunden Lack. Ich hoffe, ich sehe euch in einem meiner nächsten Videos oder Livestreams. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Dieter oder auch Destiny Opa. Haut rein. Ciao.